Warum Sonja diese drei Outfit-Tipps für ihr trägerloses Kleid lieben wird, verrate ich euch gleich. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos oder der Beschreibung verrate ich euch, wie Sonja dieses Outfit bis zu 87% günstiger erhalten hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Sonja hat sich verzweifelt an mich gewandt, ob ich ihr ein Outfit mit einem trägerlosen Kleid kreieren kann, was perfekt sitzt. Und dazu habe ich ihr hier ein wunderschönes Vukuhila-Kleid herausgesucht, ohne Träger, was ihr eine Figur zaubert, was sie lieben wird. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, seht ihr, dass dieser schwarze Stoff schön transparent ist, mit einem blickdichten Unterkleid, was eine Figur zaubert, was sich sehen lassen kann. Denn automatisch bekommt ihr hier eine wunderschöne sanfte Taille herausgebildet, was unterstützt wird im Dekolleté-Bereich. Denn im oberen Taillenbereich ist dieser Stoff gerafft auf dem Rücken und in der Front, damit ihr quasi wie eine zweite Haut dieses Kleid tragen könnt und nichts verrutscht und das Dekolleté wunderschön herausgebildet wird. Und ihr seht ja auch schon in der Rückansicht, dass der Rücken wirklich sehr entzücken kann. Und wenn ihr wollt, werden hier automatisch noch Spaghetti-Träger dazu geliefert, damit ihr quasi zwei Kleider in einem habt. Wenn ihr wollt, mit oder ohne Träger könnt ihr es tragen. Und hier habt ihr ein Kleid, was sich wirklich sehen lassen kann. Und wenn ihr nicht ein Vermögen ausgeben wollt, schaut es euch genau an, denn man kann hier wirklich noch einiges sparen. Jetzt kommen wir noch zu dem Tipp Nummer 1. Denn um so ein wunderschönes Kleid perfekt sitzen zu lassen, benötigt ihr ein BH für trägerlose Kleider. Und da gibt es ein paar Sachen zu beachten, damit wirklich nichts mehr verrutscht. Denn bei so einem wunderschönen BH gibt es welche, die haben ein verstärktes Unterband mit Silikoneinlagen, Silikonstreifen, damit das wirklich sitzt wie die Faust aufs Auge. Und die wunderschönen Körbchen bilden euch ein Dekolleté, wo gerne jeder hinschaut. Und damit könnt ihr wirklich alles richtig machen, damit dieses Kleid ja sitzt und ihr tanzen könnt und wirklich nicht mehr dran rumzüpfeln, sondern nur noch aufs Tanzen konzentrieren und Spaß haben. Denn ihr könnt automatisch bei so einem BH das Kleid auch oben leicht befestigen und das ist der Trick dabei. Und um das Ganze noch abzurunden, empfehle ich euch zu so einem Outfit ein paar wunderschöne Pumps von Steven Madden, was das Ganze nochmal unterstreicht. Denn wenn ihr seht, dieser Pump ist 12,5 cm hoch und hat eine außergewöhnliche Schnittform, was dieses Vukuhila widerspiegelt und ihr einen wunderschönen Fuß bekommt, ein ewig langes Bein und quasi dieses Kleid nochmal unterstreicht. Und damit wir das Ganze nochmal abrunden, könnt ihr entweder jetzt hier draufklicken und euch den Schuh anschauen oder diese Handtasche, die ich hier für Sonja ausgesucht habe, noch weiter anschauen. Denn diese wunderschöne Handtasche hat auch ein paar wunderschöne Stickereien und metallische Verzierungen, was quasi das Komplett-Outfit die Krone aufsetzt. Und wenn ihr euch das näher anschauen wollt, klickt einfach hier, ihr werdet sehen oder unterhalb vom Video, dass diese Sachen nicht teuer sind. Und wenn ihr, wie Sonja, so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann ist jetzt das meine Überraschung für euch. Denn schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu welcher Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier auf dem Video, auf meinem Kanal oder egal wo ihr gerade seid, abonnieren, folgen und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?